Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Simon Stark, schönen Freitag. Bei der Firma Häusle hat es heute Nacht in Lustenau gebrannt. Rund 200 Tonnen Textilreste haben sich von selbst in einem Unterstand entzündet. 70 Personen der Feuerwehr Lustenau haben das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht. Am Flugdach der sogenannten Lagerhalle Stoff entstand durch das Feuer erheblicher Schaden. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. Er soll seine Nachbarin mit einer laufenden Motorsäge bedroht haben. Deswegen musste sich ein 54-jähriger Mann gestern vor dem Landesgericht Velkirch verantworten. Letztendlich wurde der Mann freigesprochen. Grund waren mangelnde Beweise. Am Wochenende soll das Wetter nun endlich wieder besser werden. Weil es für einen Badesee in Rankweil in der letzten Woche eine Badewarnung wegen Verschmutzung gegeben hat, fragen sich viele Vorarlberger, wie es mit der Wasserqualität in unseren Seen aussieht. Gerhard Hutter vom Umweltinstitut. Allgemein kann man sagen, dass die Badequalität sehr gut ist. Also wir haben unsere letzten Untersuchungen im Probendurchgang 1. bis 4. August und die Badestellen zeigen überwiegend ausgezeichnete und gute Badeeignung. Wie uns das Umweltinstitut weiter berichtet, soll der Bodensee der sauberste Badesee in Vorarlberg sein. Und für den Vorarlberger Sportschützen Thomas Mattis wird es heute bei den Olympischen Spielen in Rio ernst. Er tritt im Kleinkaliber liegend auf 50 Meter an. Beginn der Qualifikation ist um 14 Uhr. Sollte es für eine Medaille reichen, wäre es die erste Österreichs bei dieser Olympia. Das war's von Vorarlberg in 100 Sekunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.